Guten Abend, liebe Zuschauer. Wie lange braucht einer, um seinen Platz im Leben zu finden? Im Beruf, an der Seite des richtigen Partners, in puncto Freizeit. Manche tun sich schwer, ans Ufer zu kommen. Einige wohl erreichen es niemals. Der Held unseres heutigen Falles scheint von letzterer Art zu sein. Stimmt. Hast du sie nur leider. Langweilig hier draußen, ne? Renn es mir los. Da wartet Fräulein Arbeit auf euch. Ab! Das ist eine bei Krauses. Solche Briefe kenne ich. Außerdem will er nicht mich sehen, sondern dich. Das mit Mutter ist sowieso bloß ein Vorwand.
trinken Sie wenigstens noch eine Tasse Tee. Bitte. Danke. Es ist schrecklich, wenn nichts passiert. Ich glaube, ich bin schon viel zu alt. Na ja, da können Sie ruhig lachen. Sie sind jung. Da ist das ganz anders. Gerade heutzutage. Heute ist heute und gestern war gestern. Wissen Sie, was mein Sohn sagt, wenn er am Wochenende in seinen Betrieb muss, obwohl gar nichts los ist? Anwesenheitsdienst, sagt er dazu. Naja, ich habe auch Anwesenheitsdienst. Mich löst bloß keiner ab. Ach, Frau Seifert, das Leben ist schön. Lassen Sie sich das gesagt sein von einem Mann, der das Leben kennt. Herr Friedrich ist gestorben. Ganz oben links. Herz oder ich weiß nicht, vielleicht war es ein Schlaganfall. Frau Seifert, Sie leben. Sie leben. Leben. Das sagen Sie so. Leben. Wie denn, wenn man es nicht gelernt hat? Aber das braucht man doch nicht zu lernen. Ich wollte dich sehen. Einfach so. Nie gab es Streit zwischen ihnen. Er sorgte sich liebevoll um sie, doch immer deutlicher spürte sie, dass in ihr die Liebe nachließ. Er war wohl doch nicht der Richtige. Sie sagte es ihm und fassungslos fragte er nach den Gründen, doch sie konnte ihn keine nennen. Es gibt Empfindungen. Ja? Habt ihr wirklich nichts gefunden? Eine weiße Jacke? Nee, ich nicht. Mal Dirk fragen. Der Kollege kommt gleich. Wagen stehen geblieben. Ah ja, gibt Empfindungen, die sich nicht erklären, die man nicht erklären kann. Vielleicht, weil sie sich aus zu vielen Einzelheiten zusammensetzen. Also während die Zeugen die Ereignisse der Nacht schildern, blickt der Angeklagte Olaf M. wie geistesabwesend vor sich hin. Nur sein Kehlkopf bewegt sich. Immer wieder muss er schlucken. Ein Mann, urteilt die Neurologin, der oft schwankt, der mehr gefühlsmäßig handelt als bewusst, eine stimmungslabile Persönlichkeit.
Hey! Die junge Dame hat ihre Tasche verloren. Hast du was gefunden? Tasche? Denn die Jacke! Na, was denn nur? Jacke oder Tasche? Jacke, eine weiße Jacke. Wenn sie gefunden wird, rufen Sie an. Die Nummer haben Sie ja. 23 23 0. Ganz einfach zu merken. Vielleicht bist du schwanger. Ach Quatsch. Wäre doch schön, oder? Aber ist schon recht. Immer schön langsam. Warten, bis der Richtige kommt. Man soll nicht den gleichen Fehler ein paar Mal machen. Dirk ist der Richtige. Na klar. Aber was? Weißt du, es gibt Männer und es gibt große Kinder, die sehen aus wie Männer. Die brauchen mal ein Spielzeug, die sind ganz lieb. Ein Auto, ein Haus, eine Frau. Und dann? Ein anderes Auto, ein anderes Haus, eine andere Frau. Das können doch nicht alle so leben, so wie du. Drei Kinder aus dem braven Mann. Also weißt du, Dieter ist ja noch nicht gerade brav. Außerdem finde ich das ganz gut. Bisschen solide. Mach mal. Weißt du, mir ist es ganz lieb so. Jetzt wird er einfach gekommen, nur um mich zu sehen. Das ist ja schön, ne? Das ist tausendmal besser als ein abgezirkeltes Familienleben, oder? Danke. Bei den Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass es sich bei dem Gas nicht um Stadtgas, sondern um das ungiftige Erdgas handelte. Doch auch das änderte nichts an seiner Schuld, es minderte nur die Tatschwere, wie die Juristen sagen. Acht Jahre Freiheitsentzug, so lautet das Urteil. Aus Liebe sterben? Na, ich weiß nicht. Was sagst du denn dazu? Ich sag dazu, lenk die Zeitung weg, verdammt nochmal. Hallo? Bitte, so viel Zeit muss sein. Hallo. Wer ist denn da? Und du legst den Hörer auf. Bitte. Ist ja keine Milch da. Was ist denn das für Geld auf dem Schrank? Prämie. Noch nicht eingezahlt? Dann aber gleich morgen. Versprichst du mir das? Okay, ist dein Verdienst, ich weiß. Ich muss schon sagen, ich habe mich entwickelt. Nee. Vor 2 Jahren hier eingezogen, links ein Plastikbeutel, rechts ein Plastikbeutel mit dreckiger Wäsche. Und jetzt ein Leben in Samt und Seide. Nur noch die Prämie. Macht doch bloß Spaß.
ihrer Karin hat sie mir geschenkt. Hätten Sie sich mal eher von dem Mädchen kennenlernen lassen. Doch, doch. Dann hätten Sie eher hier gewohnt, dann hätten wir uns eher kennengelernt und dann hätten Sie eher gesagt, raus aus der Wohnung, Frau Seifert, jetzt gehen wir ins Kino. Das lässt sich doch alles noch nachholen. Nachholen. Nachholen kann man nichts. Ja, hallo? Ja, hier ist Dirk. Ich bin der Kellner aus dem... Ja, genau. Nee, du haben wir nicht gefunden. Ich rufe einfach nur mal so an. Ja, ich wollte dich mal besuchen. Ja? Ja, ist gut. Und wie komme ich da hin? Ja? Ja? Ist gut. Jetzt. Hm? Bis gleich. Ja, wissen Sie, Ballett hätte ich gerne gemacht. Tanzen, als ich das gestern so gesehen habe. Ich hätte es gekonnt, bestimmt. Aber ich habe es nicht gemacht. Warum? Die Zeiten waren schwer. Stimmt, aber andere? Vielleicht war ich zu feig. Dabei hatte ich eine richtige Figur für das Ballett. Warten Sie, gleich zeige ich Ihnen Fotos. Warten Sie. Frau Seifert, ich muss jetzt gehen. Ja, ja, wenn Sie gehen müssen. Ich wusste, dass du kommst. Warum hast du neulich aufgelegt, als ich mich gemeldet habe? Neulich? Ich weiß nicht mehr genau wann, irgendwann abends. Das warst du doch, oder? Naja, oder es war Clemens. Willst du was trinken? Gin Tonic? Whisky? Oder was Mildes? Du bist doch nicht mit dem Auto. Nein, nein. Wer ist denn das? Dieser Clemens. Tja, wer ist Clemens? Weiß ich selber nicht. Schön und langweilig. Ist das der mit dem weißen Golf? Kann sein, warum? Bloß so. Dich beeindruckt das alles hier, ja? Ja, ich glaube schon. Schade. Ah, die Dame des Hauses. Meine Mutter? Du brauchst dir nicht gleich um den Hals fallen. Nicke ihr zu, das reicht. In diesem Haus hat man keine Zeit für Gefühle. Thank you.
morgen zu deinen Eltern fahren, weißt du, ja? Ich kann noch nicht, morgen arbeiten. Na, Alex, bis abends sind wir doch wieder zurück. Das ist unherrliches Wetter, ich muss einfach mal raus. Okay. Es wäre bloß unheimlich nett gewesen, wenn du mir vorher mal einen Ton gesagt hättest. Aber ich hab's gesagt. Montag und gestern Abend auch nochmal. Und warum haben wir nicht Sonntag? Da habe ich meinen freien Tag, Montag auch. Sonntag bin ich mit Margot verabredet. Und am Montag muss ich auch wieder arbeiten. Wer ist denn Margot? Das ist eine Kollegin, die kennst du nicht. Wenn du nicht kannst, dann schicke ich eben Telegramm und wir fahren nächstes Wochenende. Und womit wollen wir fahren? Ist das auch schon eingeplant? Na, mit dem Motorrad. Gott, mit der Mühle. Ist kaputt? Wie soll das denn kaputt gehen? Ja, ich hab Lust. Gar nicht mitgekommen. Doch, doch, die ist unten bei Vater. Hattet ihr Streit? Streit? Wie kommst du denn darauf? Dann ist es ja gut. Und sonst? Tja, sonst. Sonst macht jeder seine Arbeit. So ist das. Was sagt denn der Arzt? Der Arzt? Geduld, sagt er. Ich soll Geduld haben. Immer wieder Geduld. Vater hat sich sehr gefreut, dass ihr kommt. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wollt ihr nicht doch mal heiraten, Dirk? Wir leben zusammen wie Mann und Frau, auch ohne Ringe. Ja, schon. Aber wir würden ein schönes Fest machen im Garten. Wir haben so viel Platz. Wer nicht verheiratet ist, muss nicht geschieden werden. Das sagt man nicht. Aber es ist so. Und Kinder? Ach, Mutter. Ihr kommt so selten und dann habt ihr so wenig Zeit. Da muss ich doch schnell alles fragen. Also, wir werden nicht heiraten und Karin ist nicht schwanger. Einverstanden. Sag mal, da drüben, ist das jetzt Hänschens Haus? Das weißt du doch. Die Eltern sind zur Schwester gezogen. Und was macht er jetzt? Ich weiß nicht, irgendwas. Geh mal rüber, hm? Dirk, wollt ihr nicht doch heiraten? Ich möchte nur was Schönes erleben.
Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Arbeit oder eine Beschäftigung. Dirk hat eine Arbeit. Brauchst du jemanden, der dir die leeren Gläser vom Tisch räumt und die dreckigen Teller? Wenn ich in die Gaststätte gehe, ja. Ich gehe nicht in Gaststätten. Aber zum Friseur gehst du. Zum Friseur gehe ich, ja, manchmal. Zum Bäcker gehst du auch. Bäcker ist ein Beruf. Kellner ist auch ein Beruf. Ja, aber nicht Hilfskellner. Ich war Geselle. Und dann war ich Tischler und das bin ich geblieben. So Hilfstischler war ich nie. Der Junge hat einen Beruf gelernt und jetzt spielt er Gläser. So, wenn einer was kann und er tut's nicht, was ist das? Der Junge hätte ja lernen können. Tischler. Wollte er nicht, gut. Habe ich eingesehen. Dann wollte er zur See. Ging nicht. Da war irgendwas mit der Gesundheit. Dafür kann er ja nun nicht. Stimmt. Aber er war auch nicht todtraurig, dass es nicht geklappt hat. Und dann hat er angefangen, Gitarre zu spielen, dann hat er angefangen, bei Motorenschulze zu helfen und dann hat er endlich angefangen, einen Beruf zu lernen und jetzt hat er als Tellerwäscher angefangen. Er hat angefangen. Mir ist doch völlig egal, was er macht. Aber er soll es in Gottes Namen richtig machen. Sag's ihm, red mit ihm. Ja. Riech mal. Kiefer. Nee, die Stelle. Worüber sollen wir reden? Über das Leben? Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Habe ich auch mal gedacht. Ich freue mich ja, dass ihr da seid. Und morgen früh da. Wir müssen heute wieder fahren. Sag mal, das verdient mal alles mit diesen dämlichen Nussknackern? Kannst du es ja mal probieren. Wie lange hast du denn? Halbes Jahr. Und? Zu teuer im Unterhalt. Wollen wir eine Runde fahren bis zur alten Schule? Nichts. Nächste Woche geht er weg. Ohne Schramme. Mach das Ding aus, spinnst du? Mädchen. Du musst den Motor ausmachen. Du Rindvieh. Ist ja gut. Los, raus. Bist du taub? Kostet denn so ein Ding? Geld. Und wie viel Geld? Auf alle Fälle mehr als ein Dreher verdient. Ich bin nicht mehr Dreher. Und ich bin VEB. Ich hab ne Kneipe. Kneipe geht fast so gut wie Nussknacker. Nicht ganz, aber fast. So ein Ding kriegst du jederzeit los. Glaube ich. Die werden nicht schlecht gehandelt. Eben. Meinst du das im Ernst? Pass auf, ich ruf dich nächste Woche nochmal an. Da kannst du es dir nochmal in Ruhe überlegen. Manchmal denke ich,
Ich hätte nie von hier fortziehen sollen. Ich bring's hoch. Brauchst du eine mit? Ich hab noch zu tun. So einen Tag wie heute, den habe ich einfach mal gebraucht. Vielleicht hätte ich wirklich hierbleiben sollen. Für immer und ewig. Und ich? Na, du mit. Habt ihr darüber gesprochen? Wer? Ja, du und dein Vater. Ach, Quatsch. Ist schon gut, so wie es ist. Jeder macht seins und keiner redet dem anderen rein. Wenn ich mir vorstelle, dieser dauernde Vorwurf ständig, in jedem Blick dieses... Er macht sich Sorgen, dass du dich verzettelst. Er versteht dich nicht. Sagt er das? Nicht direkt? Nicht direkt, nicht direkt. Möchte er alles mal direkt sagen? Soll er sagen, du bist nämlich eine Flasche, ein fader Typenversager oder was weiß ich? Und nicht immer dieses dämliche Schweigen. Vielleicht ist er einfach hilflos. Hilflos? Er? Du, das ist doch gerade das Problem, dass er nicht hilflos ist. Nicht hilflos ist und nie war. Und wenn, hat er es keinen merken lassen. Du, ich bin hilflos. Ja, ich weiß nicht, ob die Schinderei in der Kneipe meine Welt ist. Manchmal gefällt es mir, manchmal... Vielleicht mache ich im Herbst was anderes. Und was? Das weiß ich nicht. Ich meine, dann vielleicht ab Herbst, vielleicht nächstes Jahr. Mein Gott, vielleicht nie. Tut mir leid, ich gehöre nicht zu den Typen, die mit 16 sagen, ich werde Schlosser und mit 70 als Schlosser sterben. Mein Vater ist so einer. Ich finde das doch gut, ehrlich. Aber ich kann doch nichts dafür, dass ich nicht so bin. Genau das versteht er nicht. Solche Sprüche wie, man muss wissen, was man im Leben will und so. Wer es weiß, hat's gut, ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls nicht immer. Manchmal ja. Unsere Nachbarin, die wollte zum Ballett. Richtig zum Ballett. Und die hat's nicht getan. Die hat's nie probiert, nicht mal das. Verstehst du, ich will nicht irgendwann mal da sitzen und eine Sache bereuen, die ich nicht mal versucht habe. Ich war Dreher, jetzt bin ich Kellner, ne? Und? Dein Vater hat nichts gegen Kellner. Danke. Dein Vater liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er sich wünscht, dass du irgendwas tust, wovor er Achtung hat, egal was. Ich weiß nicht, wann man sich entscheiden muss. Aber man kann sich auch so einen Zustand gewöhnen. Du, ich gewöhne mich nicht. Ich habe das nicht so gemeint. Ich habe das nur gesagt, weil wir eben darüber gesprochen haben. Weißt du, was mich fertig macht? Was mich richtig fertig macht? Das ist nicht, dass er nicht mit mir redet, das zu verkraften.
Aber diese verfluchte Selbstsicherheit, die macht mich kaputt. Man muss wissen, was man im Leben will und so ein Scheiß. Ist es denn so schlimm, wenn man das weiß? Verdammt, nein, aber ich weiß es nicht. Noch nicht. Liebe Mutter, heute ist Sonntag und ich... Ruhe! Nein, schick dir das an, Junge. Dass du nicht zum verrückt werden oder hinkickst. Fleisch. Ich sag da jetzt halt, da reicht dein Leben nicht aus, um wenigstens eh mal rumzukommen. Was ist denn los mit dir, Alter? Du denkst so viel. Von Denken kriegst du Falten und Haarausfall. Kick mich an, ich hab Oma gedacht. Ist aber schon eine Weile her. Ich weiß bloß eins. Weiber sind das halbe Leben, du. Und die andere Hälfte? Was? Die andere Hälfte? Ach, junge Mensch. Du grübelst so viel. Nicht so viel denken, einfach nur machen. Ich mach schon. Ich sag mal immer, du lebst bloß einmal. Und außerdem viel zu kurz. Um 6, ja? Was denn sonst? Ist was passiert? Nein, es ist nichts passiert. Es ist nichts. Ist gut? Margot hat sich riesig gefreut, als ich heute bei ihr war. Naja, ist doch gut. Stell diesen Wecker weiter nichts. Ich verstehe dich nicht. Seit 2 Jahren stelle ich den Wecker jeden Abend auf um 6. Du brauchst es mir also nicht noch extra zu sagen. Ich weiß es. Ich werde es mir merken.
Na, ungefähr Herbst. Ja, es geht doch früher. Ich dachte nur, an der Anzeige stand. Na ja, verstehe. Hm. Wochenende, Feiertags ist kein Problem. Ich bin allein. Ja, ich lebe allein. Ich bin Kellner. Ich hatte noch mal eine Frage wegen der finanziellen Seite der Sache. Hm. Und Überstunden? Ach, die sind schon dabei. Zuschläge? Auch. Hm. Ich melde mich später noch mal. Wollen Sie sich beruflich verändern? Das war nur mal so eine Frage. Na, Sie sind jung. Da muss man sich nicht gleich festlegen. Da soll man sich erst mal umsehen. Ich bin 27. 27. Fontane war über 50, als er anfing zu schreiben. 27. Da ist das Foto, das ich letztens nicht gefunden habe. Das sind Sie? Das war ich. 25, 30, 35, 40, 45, 50. 15, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50. Pia. Oh, entschuldige bitte. 15. Übersteigertes Glücksgefühl? 20, 25. Arbeit. 20, 30, 35, 40, 41, 43, 44, war eine Cola? 45, oder eine Brause? 46, 47. Ja, was denn, du Cola oder Brause? Eine Cola. Warte mal, eine Cola, Dirk. Dirk! Sag mal, lohnt sich das so als Techniker? Willst du umsatteln? Lohnen. Kommst rum. Rede stimmt. Du, ich muss los, wir fahren Mittagessen. Ja, und konkret? Ich meine, so, was kriegst du denn so im Monat ungefähr? Konkret. Kann man das nicht sagen? Um die 1000. Mal mehr, mal weniger. Schmuckenmäßig. Im Moment ganz gut. Nächsten Monat kann schon wieder beschissen sein. Ich fahr noch mal zur Bank. Und bitte mach pünktlich auf. Ja, du, ich ruf an wegen dem Auto. Naja, na, ich hatte doch schon so gut wie zugesagt und Hans? Ach so. Nee, du klingst genau wie dein Bruder. Nein, sag immer noch nichts. Ich ruf dann später nochmal an. Ja, ist gut. Okay, tschüss. Eins, zwei, drei, vier. Quanto prefabbato. Bravo, Dirkie. Stark, wirklich stark. Ach, übersteigertes Glücksgefühl. Euphorie.
Ist das alles unser? Alles unser. Lass mich bitte. Dirk. Wenn dich die Kneipe nervt, hörst du auf und fängst woanders an. Und wo? Kommst du wieder zurück? Ins Werk? Ja. Jeden Morgen raus und zur Schicht? Lass mich mal durch. Das soll sein, ja? Eine Dreckbude und drin 1000 Leute, die du nicht voneinander unterscheiden kannst. Du, als ich neulich da war, ich hab dich nicht mehr gleich erkannt. 50 Frauen nebeneinander, die wissen nicht, welche meine ist. Ja, was guckst du denn so? Ist doch so. Ja, wie fühlst du dich, wenn früh um 6 der Wecker klingelt? Beschissen. Und am Nachmittag, wenn du nach Hause kommst, fühlst du dich auch beschissen? Nee, da fühle ich mich nicht beschissen. Karin, ich hab da Augen im Kopf. Na, wie siehst denn du aus, wenn du nachts nach Hause kommst, hä? Na, darum geht's doch gar nicht. Ich möchte nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen und warten. Worauf denn? Ich möchte das tun, was ich kann. Naja, na, dann tu's doch. Na, ich tu's doch. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich nähe gern. Ich mag die Kollegen. Ich möchte doch gar nicht anhört. Also jetzt mal den ganzen Schmutz beiseite. Du wachst früh um 6 auf. Was kommt dann? Dann stehe ich auf, wasche mich, zieh mich an, esse ein Brötchen und geh los. Ins Werk? Ja. Und dann wird fleißig gearbeitet, 8 Stunden lang. Dann gibt's eine Frühstückspause. Da wird Milch oder Kaffee getrunken. Und einer erzählt, dass sie ohne Mann fantastisch aussieht. Also, kannst du jetzt mal aufhören? Und irgendeine Ellie oder Frieda erzählt einen spanischen Witz. Und du erzählst... Hör auf! Aber so ist es doch. Genau so und nicht anders. Und nach dem Frühstück geht's weiter. Werte schaffen. Bis zum Mittag. Dann gibt's einen Topf aus Plastikschüsseln mit Zigarette. Und danach nochmal aufraffen bis Schichtschluss. Duschen, umziehen, Witzchen machen, Heimweg einkaufen, Abendbrot, Fernsehen, ins Bett gehen, bumsen. Ah, nicht vergessen, Wecker stellen, früh um 6. Und das Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Ein ganzes schönes Leben lang. Und du fühlst dich auch noch wohl dabei. Okay. Ich mach's Armbrot. Ich geh bloß mal Zigaretten holen. Arzt bleibt Arzt. Ganz gleich wo. Im Prinzip schon, nur wenn man sich wirklich spezialisieren möchte oder na, auch wissenschaftlich arbeiten. Es ist sehr schwer zwischen Hustensaft und Nasentropfen. Machen Sie mal die Landärzte nicht so schlecht. Ich will Ihnen was sagen. Meine Frau und ich, wir waren fast 10 Jahre auf dem Land. Halten Sie es für sentimental, es war unsere schönste Zeit. War doch so, oder? Na gut, Sie als Arzt-Ehepaar, das ist zu verstehen, aber... Entschuldigung, du hast doch gesagt, Sie sollen gleich anrufen. Oder hast du nicht Bescheid gegeben? Ja, doch, natürlich. Na also. Entschuldigung. Wissen Sie, vielleicht ist es einfach nur der Gedanke, ja, allein dahin zu gehen. Sie müssen zugeben, kein sehr ermutigender Gedanke. Da hört sich Ihre Geschichte vom Arztehepaar auf dem Lande etwas anders an. Dann nehmen Sie den Nies mit. Es vergeht kein Tag, ohne dass Ihren Eltern nicht Wohlstandsdenken und Spießigkeit vorwirft. Natürlich erst, nachdem sie ihr morgendliches Bad genommen hat. Guten Abend. Ich hab vorhin geklingelt, aber... Moment mal bitte. Hallo? Ja, ich höre. Ja? Nein. Ich habe gesagt, 2-mal täglich. Nein, morgen erst wieder. Naja gut, aber ich habe ausdrücklich gesagt, 2-mal täglich. Nee, morgen früh. Ja. Naja gut, das ja nicht zu ändern. Ja. Ist denn Dr. Schönemann noch im Haus? Naja, es hätte ja sein können.
Sie brauchen sich doch nicht so aufzuregen. Ich erkläre Ihnen das doch mal ganz in Ruhe. Ich hatte es Schwester Gisela ausdrücklich gesagt. Nein, es ist nicht so schlimm, nur beruhigen Sie sich. Ja. Es geht ums Prinzip. Auf alle Fälle ist es besser nachzufragen. Ja, das ist völlig richtig. Ja. Passen Sie auf, ich gehe noch mal vorbei. Jetzt. In 20 Minuten bin ich da. Sollten in der Zwischenzeit die Werte wieder steigen, geben Sie ihm Depressan. Depressan. Ja, eine Ampulle intramuskulär. Aber nur, wenn der Wert über 200 steigt. Ist gut, ja. Gut, danke Ihnen auch. Ärger mit Schumann. Das alte Lied. Na, ich fahre noch mal hin. Aber nicht sofort. Wir haben einen neuen Gast. Da er sich selbst nicht äußern will, darf ich raten, vielleicht ein Freund unserer Tochter? Würdest du uns den jungen Mann zumindest vorstellen? Warum? Er ist ein Gast des Hauses, ich bin die Tochter des Hauses. Denise. Und du bist der Herr des Hauses. Danke. Ich gäbe das drum, wenn ich den Zeitpunkt erführe, an dem unsere Erziehung versagt hat. Hallo, Hänschen. Ja, hier ist Dirk. Du, ich habe neulich schon mal angerufen, da war dein Bruder ran, der klingt ja genauso wie du. Pass mal auf, ich nehme den Peugeot. War doch ein Peugeot, oder? Ja, okay, du machst alles klar und ich hole ihn. Ich weiß nicht, was ich noch nicht Zeit habe. Okay. Tschüss. Danke. Bitte. Also ich gehe jetzt, ja? Ich wollte ohnehin meinen Koffer packen. Denise, kommst du bitte mal? Tschüss, Clemens. Tja, tschüss dann. Ich kenne diesen Mann nicht. Ich auch nicht. Denise. Ich glaube, ich bin alt genug. Warte nur, wofür? Ich meine für alles. Solche Auftritte wie vorhin, ich weiß nicht, was das soll. Wozu du sowas brauchst? Ich denke, wir sollten uns mal in Ruhe unterhalten. Nur wir beide, verstehst du? Ich habe Zeit, an mir soll's nicht liegen. Denise, ich muss weg. Ein Unfallpatient, der ist fast über den Berg, aber eben nur fast. Da geht's mir fast wie mir. Clemens, komm, meine Mutter wartet. Sie nimmt dich mit in die Stadt. Also dann schönen Abend noch. Hast du eine Wohnung? Eine eigene? Natürlich eine eigene. Wer wohnt darin? Na, ich. Wer noch? Niemand. Was ist denn? So muss das Leben sein. Was
Was hast du denn gedacht, dass ich vorhin kam? Ich weiß nicht. Ich dachte... Was? Ich war froh. Schläfst du? Morgen früh geht meine Maschine, wir haben uns nicht verabschiedet. Du, das vorhin, das war ziemlich hässlich. Also gut, noch eins. Clemens ist oberflächlich, da hast du recht. Und eitel ist er auch. Nur der Junge, der da vorhin plötzlich aufgetaucht ist, das kann es auch nicht sein. Der braucht ganz einfach noch ein paar Jahre. Ich weiß, das ist deine Sache. Nur Liebe ist ein Märchenwald. Da kann man sich wahnsinnig drin verlaufen. Schlaf gut. Ich fand das lustig, den Gag mit dem Anruf. Da kommt einer an, ziemlich abgerissen, setzt sich hin, redet kein Wort, hört sich alles gelassen an, greift dann lässig zum Telefon. Traust mir das nicht zu? Du, ich zieh das durch. Sie hat Ihnen eine Nachricht hinterlassen. So wie es Ihre Art ist. Guten Morgen, du. Ich bin ziemlich in Eile. Nicht böse sein. Das mit gestern Abend. Das tut mir leid. Ich habe dich beobachtet, wie du geschlafen hast. Deine Augen. Thank you.
Wunderbar. Mutter, du tust jetzt, wollten wir gleich morgen heiraten. Ich habe gesagt, wir haben drüber gesprochen. Wahrscheinlich nächstes Frühjahr. Das ist richtig. Heiratet im Frühjahr. Der Herbst wird bestimmt kalt und wir wollen da im Garten sitzen. Mutter. Das ist. Ich will. Also wir wollen. Wir wollen uns ein Auto kaufen. Nur ein gebrauchtes. Guck mal, das wäre doch viel schöner. Wir könnten öfter zu euch kommen und wenn die Karin später mal schwanger ist oder wenn sie ein Kind haben, dann ist es auch einfacher. Mit dem Motorrad, das ist nichts. Ich hätte auch eine Gelegenheit, aber... Ihr braucht Geld. Du kriegst es wieder, das ist keine Frage. Hat's dir Dirk schon erzählt? Hör zu, sie wollen heiraten nächstes Frühjahr. Und im Garten machen wir Polterabend. Nächstes Frühjahr? Vielleicht. Ja, was denn, nur ja oder nein? Was heißt denn vielleicht? Ja. Gut. Dreitausend? 5.000. Aber mehr wirklich nicht, so von heute auf morgen. 5.000, ja. Was ist Dirk? 5.000, ja. Wir kommen dann auch viel öfter, ja? Vielleicht jedes Wochenende oder alle 14 Tage, je nachdem. Wird dir gefallen. Wo ist denn die Antenne? Eingebaut. Im Radio. Und denn sonst? Hast du dir doch gut überlegt. Was kommt? Pal und Seekern? Will ich Pal und Seekern. Und Fernbedienung? Wie willst du nicht haben? Bar oder ein Scheck? Na, Bar. Na, so eine Sache müssen geklärt sein, Junge. Sehr gut. Was ist denn das? Brauche ich nicht. Schrott. Hast du aber mitbezahlt? Brauche ich nicht. Was willst du nach? Ich bin versagt. Muss auch mal sein. Kannst du das nicht vorher sagen? Ich habe keinen Plan, in dem drinsteht, wann ich mich besaufe. Ich brauche keinen Aufpasser. Es ist aus, ja? Ach, Karin, mach doch nicht so einen Scheiß. Dirk, du kannst tun lassen, was du willst. Aber keine Lügen. Dirk, mach doch mal.
Schläfst noch nicht? Wenn du mir sagst, wo? Fertig. Sag mal, kannst du mir mal sagen, was plötzlich die Malerei soll? Karin. Und wo der Plattenspieler ist? Das Radio und der Fernseher? Karin. Du lass uns doch bitte erstmal in Ruhe drüber. Sag mal, red nicht mit mir wie mit einem Idioten. Wo sind die Sachen? Wo sind die Sachen? Verkauft. Wie, was verkauft? Na ja, verscherbelt, verjubelt, verhökert, verkauft. Ja, und warum? Warum, Karin? Ich... Du kennst sie nicht. Na, ich schmeiß sie raus. Ich schmeiß sie raus. Das haben wir uns doch alles zusammen. Die Wohnung, alles. Ja, du kriegst das Geld zurück. Es geht doch nicht ums Geld. Das haben wir uns doch alles zusammengekauft, das Radio, alles. Sag mal, du bist verrückt. Ich komme nach Hause, wundere mich über die Wohnung und du sagst, du kennst sie nicht. Ich will sie auch gar nicht kennenlernen. Ja, seit wann geht denn das überhaupt? Aus heiterem Himmel, oder? Du hast doch gemerkt, dass mir irgendwas nicht in Ordnung war. Sag mal, das ist ja wirklich herrlich. Du kannst doch nicht einfach machen, was dir einfällt. Herrgott, nochmal, wir leben zusammen und du verkaufst die halbe Einrichtung. Brauchst du Geld? Willst du imponieren? Hast du Schulden? Du, ich brauch das Geld, mehr kann ich nicht sagen. Ich brauch das Geld, Herrgott, nochmal, ich brauch auch Geld. Deswegen verkaufe ich nicht die ganze Einrichtung. Ich brauch das Geld, verdammt nochmal. Ich fang von vorne an. Wie bitte? Ich fange neu an. Sag mal, spinnst du? Du fängst von vorne an auf meine Kosten, ja? Du kriegst das Geld wieder. Es geht nicht um das Geld, verdammt nochmal. Es geht um die 2 Jahre, die wir zusammengelebt haben. Es ist nicht deine Wohnung, es ist auch nicht meine Wohnung, es ist unsere Wohnung, verstehst du? Das ist unser Tisch, unser Bett, unser Stuhl, unser. Ja. Es ist unser Bett, ja. Es ist unser Stuhl, es ist unser Tisch, es ist unser Raten, ja, verstehst ja, du uns? Ja. Es ist unser, es ist unser ja. Tisch, es ist unser Stuhl, es ist unser Bett.
wissen doch, wo Denise ist. Mit diesem Clemens, ja? Schlaf dich aus, du siehst aus wie ein Scheintoter. Guten Morgen. Du, ich bin ziemlich in Eile, nicht böse sein. Das mit gestern Abend, das tut mir leid. Ich hab dich beobachtet, wie du geschlafen hast. Deine Augen, deinen Mund. Weißt du, den Gag mit dem Auto, du musst mir nichts beweisen. Herr Hoffmann? Ja? Seifert. Eine junge Dame war da. Hat sie nicht angetroffen. Ja, da ist auch noch eine Tasche. Vielleicht für ein paar Tage? Vielleicht für immer? Denise. Da ist noch etwas. Wenn Sie einen Augenblick... Meine Mutter hat in ihren letzten Briefen oft von Ihnen geschrieben. Meine Mutter ist gestorben. Wussten Sie das nicht? Letzte Nacht. Ja. Wie sowas geht. Ja. So ist das. Hier in dem Zimmer bin ich nur geboren. Wahrscheinlich sehe ich es nie wieder. Komisch, was? Ja, was ich sagen wollte. Meine Mutter hat sie bedacht. Es ist ein sehr schönes Stück.
Irgendwie musst du verrückt sein. Ich sag dir schon jetzt, du übernimmst dich. Und der Rest? Ja, und? Sag mal, weißt du, was die wert ist? Junge, ich will Geld und kein Trödel. Hans, die Uhr ist Geld. Komm, 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 keine Tricks. Jedes Ding hat seinen Preis. Du, das Ding ist mindestens 10.000 Mark ja, wert. Ja, ist gut, lass mich mit dem Bäcker zufrieden. Okay, jedes Ding hat seinen Preis. Ich hab bezahlt, gib mir die Schlüssel. Boten weg. Hans Siegert, der Eigentümer des Fahrzeugs, hatte schwere Verletzungen davongetragen. Mehrere Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen. Wochenlang war der Geschädigte ans Krankenbett gefesselt. Es hätte ihn auch das Leben kosten können. Und ein Angriff auf sein Leben war das Verbrechen des Dirk Hoffmann. Der Täter gestand selbst ein, dass es ihm gleichgültig war, ob sein Widersacher unter die Räder des Fahrzeugs gekommen wäre. Um jeden Preis, selbst um den Preis eines Menschenlebens, hatte er versucht, an sein Ziel zu kommen. Was war es eigentlich, das diesen Dirk Hoffmann bis zum Tötungsverbrechen trieb? Die Gefühle, die er für Denise hegte? Aber war sie für ihn im Grunde nicht auch nur ein Artikel? Ein begehrenswerter Besitz, der ihn ähnlich faszinierte wie ein rassiges Auto? War die Ursache seiner Tat in Wahrheit nicht seine Lebenshaltung? War die Tat nicht Teil seiner Flucht vor der Pflicht des Alltags? Das Verbrechen des Dirk Hoffmann geschah nicht aus Leidenschaft und erst recht nicht infolge eines Missverständnisses. Zwar beharrte der Täter selbst vor Gericht noch auf der Behauptung, ich hatte den Wagen ja bezahlt. Doch war auch das nur einer von vielen Irrtümern, denen er sich ohne ernsthaftes Nachdenken ausgeliefert hatte. In Wahrheit war ein Kaufvertrag überhaupt nicht zustande gekommen. Denn der Preis und die Art der Bezahlung sind in jedem Fall unentbehrlicher Inhalt eines Kaufvertrages. Nur wenn sich beide Partner darüber einig sind, wird ein Kaufvertrag überhaupt erst verbindlich, was hier eben nicht der Fall war. Hinzu kommt,
dass das Gesetz, das heißt die Anordnung über den Verkauf sowie über die Ermittlung des Preises für gebrauchte Kraftfahrzeuge vom 24. August 1981 für den Verkauf gebrauchter Kraftfahrzeuge einen schriftlichen Vertrag vorschreibt, der den vereinbarten Kaufpreis enthalten muss. Etwas Schriftliches aber lag zum Zeitpunkt der Tat überhaupt nicht vor. So konnte Dirk Hoffmann also gleich aus mehreren Gründen kein Eigentum an dem Streitobjekt erwerben, war die gewaltsame Entführung des Fahrzeugs purer Raub, der schließlich im Tötungsverbrechen gipfelte. Der Angriff des Dirk Hoffmann auf das Leben seines Kontrahenten geschah vorsätzlich, auch wenn er diesen nicht unbedingt töten wollte. Bedingter Vorsatz ist dann gegeben, wenn man sich mit dem möglichen Tod des Opfers bewusst abfindet, was bei Hoffmann zweifellos der Fall war. Bei derart rücksichtslosem Verhalten fehlt dem Täter jede Möglichkeit, das konkrete Risiko zu kalkulieren. Vorsätzlich begangene Straftaten gegen das Leben gehören zu den schwersten Verbrechen, die unser Recht kennt. Sie untergraben in besonders krasser Weise die humanistischen Werte unserer Gesellschaft. Dem ist unter anderem dadurch Rechnung getragen, dass die Mindeststrafe dafür 10 Jahre Freiheitsentzug beträgt. Das Bezirksgericht verurteilte den Angeklagten Dirk Hoffmann wegen versuchten Mordes gemäß dem Paragraphen 112 sowie wegen Raubes gemäß Paragraph 126 Strafgesetzbuch zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren. Zudem wurden ihm die staatsbürgerlichen Rechte für die Dauer von 7 Jahren entzogen, eine Maßnahme, die erst nach Strafverbüßung wirksam wird. Hinzu kommt, dass der Verurteilte gemäß § 91 der Verordnung zur Sozialpflichtversicherung das an den Geschädigten gezahlte Krankengeld sowie die Kosten für dessen medizinische Behandlung zurückerstatten muss. Zudem ist Hoffmann gemäß den § 330 folgende Zivilgesetzbuch verpflichtet, dem Geschädigten für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit die Differenz zwischen Krankengeld und monatlichem Durchschnittslohn zu ersetzen. Und da Hans Siegert aufgrund des erlittenen Gesundheitsschadens in seinem körperlichen Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt war, steht ihm außerdem gemäß § 338 Absatz 3 Zivilgesetzbuch auch noch eine angemessene Ausgleichszahlung durch den Täter zu. Ein seltener, aber auch ein bedrückender Fall. Darüber nachzudenken und den Blick zu schärfen für eine Lebenshaltung, die diesem Dirk Hoffmann eigen war, sollten wir uns schon die Mühe machen. Dass junge Menschen Äußerlichkeiten überbewerten, sich davon blenden oder gar verführen lassen, ist keine Seltenheit. An uns liegt es, sie so früh als möglich zu lehren, dass das Leben wichtiger ist als die Dinge. Je besser wir dies bewältigen, umso seltener werden junge Leute in Versuchung und in Konflikt geraten. Guten Abend.